Ich habe eine Heizung bei Ihnen gekauft, einbauen lassen. Und wer wartet und wie oft und wann? Und was kostet mich das? Sie haben bei der Heizung, die Sie bei dem Heizmeister kaufen, automatisch 5 Jahre Garantie. Und in diesen 5 Jahren Garantie ist auch automatisch die Wartung für die nächsten 5 Jahre mit enthalten. Die kostet den Kunden gar nichts zusätzlich. Und wir hoffen natürlich, dass der Kunde den Wartungsintervall fortsetzt. Wir wollen die Heizung warten und aus dem Grund habe ich mich auch komplett aufs Rhein-Main-Gebiet konzentriert. Im letzten Jahr haben wir 4.500 Wartungen hier durchgeführt. Das heißt, Wartung ist für uns ganz wichtig und wollen auch im Wartungsbereich tätig sein. Service ist also für uns wichtig. Wir haben einen Notdienst, der am Wochenende erreichbar ist. Wir haben in den Wintermonaten samstags das Büro besetzt, dass die Kunden einen persönlichen Ansprechpartner haben. Also an Wartung sind wir sehr interessiert und alle unsere Anlagen wollen wir auch die nächsten 20 Jahre betreuen. Wie lange dauert so eine Wartung? Eine Wartung dauert ungefähr eine Stunde. Der Monteur kommt, führt also eine Vormessung durch. Dann macht er eine gründliche Reinigung, überprüft, ob die Düse getauscht werden muss bei Ölheizungen. Tauscht immer eigentlich den Ölfilter. Ja? Und im Nachgang baut er die ganze Heizung wieder zusammen, nachdem er sie gereinigt hat, auch den Kesselkörper und den Siphon. Und macht dann eine erneute Messung und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Und dadurch hat die Heizung nach der Wartung einen höheren Wirkungsgrad. Klingt nach einer sehr fachspezifischen Arbeit. Also wenn man das, vor allem wenn man das alles in einer Stunde machen will. Sie haben das jetzt gerade aufgezählt. Das sind ja doch relativ viele Schritte und das passiert in einer relativ kurzen Zeit. Ja, der Monteur macht natürlich bei uns 900 Wartungen im Jahr. Und er kennt natürlich die Maschinen, die er da vor der Nase hat, ganz genau. Und da sitzt also jeder Handgriff. Wieso ist die Heizung hinterher wieder besser in Schuss? Wenn die Heizung Dreck- und Rußrückstände in der Anlage, also Verbrennungsrückstände in der Anlage hat, das wirkt wie eine Isolierschicht. Und wenn die Kesselwandung, die ja die Wärme aufnehmen soll, isoliert ist, steigt die Abgastemperatur, also der Verlust, den der Kunde hat. Wir wollen natürlich nicht, dass eine hohe Abgastemperatur entsteht, sondern wir wollen, dass die Wärme im Gebäude zum Heizen genutzt wird. Und nach der Wartung ist immer die Abgastemperatur niedriger. Und die Kunden sind über diesen Service sehr begeistert und haben das sehr gerne, dass einmal im Jahr einer kommt und nach der Heizung schaut.